Ich will noch was verkaufen. Ach, das behalte ich immer, den Rest. Nett. Seid ihr interessiert, etwas zu kaufen? Wenn es Geld zu verdienen gibt, bin ich euer Mann. Weiter geht's. Ei? Jetzt geschwind da hochlaufen, mit der einen jungen Dame reden. Ja, mein zweiter Tod schon. Möge sich der Staub des Weges möge sich. Ach, ihr Gott. Seid zu uns zurückgekehrt, Wanderer. Das Spiel wird zu leicht sein. Grimm, geht zum Schrein, dass ein Reisender lebt von sich. Möget ihr den Wind stets im Rücken haben. Wo ist denn überhaupt dieser Schrein, zu dem ich jetzt beten soll? Kann ich ranzoomen? Okay, nützt mir jetzt aber auch nicht viel. Gebietskarte. Ich schau mal ganz kurz mal an, wo dieser Schrein sein soll. Na, wo ist der Schrein? Ach gut, dass wir gestorben sind. Der Schrein wird hier drin irgendwo sein. Ja, stöhn nicht so. Und da drüben steht der Schrein auch schon. Ja, ja, das hätten wir jetzt glatt übersehen. Beziehungsweise, wieso wir? Ich natürlich. Was betet hier vor mir? Ein Strudel im Fluss des Schicksals. Ein Missklang im Lied von Amalur. Eure Gegenwart ist verunsichernd. Aber ihr seid gekommen, habt gebetet und unseren Glauben geehrt. Wenn ihr wünscht, ein Reisender zu werden, so bittet mich um meine Vorzeichen. Niemand kennt eure Identität? Um echtes Vertrauen und Gefolgschaft zu erhalten, darf der Hierophant keine Schwäche, kein Fehler und keinen Makel haben. Mit anderen Worten, der Hierophant darf niemand sein. Sagt mir, was ich tun muss. Der Preis für eure Aufnahme ist hoch. 3 Schätze werden erforderlich sein, um diese Last auszugleichen. Zunächst ist da ein Adliger, Ealfeg Grilrikas, der sich in Didenhil aufhält. Stehlt sein Medaillon. Anschließend werdet ihr in der nahegelegenen Mission das Leichentuch des Toten Sankt Eadric in euren Besitz bringen. Der letzte Schatz sind Rauks Zahnstocher. Wir haben uns bereits mit dem Wunsch, sie zu kaufen, an ihren Besitzer, Gunnar Frode, gewandt. Ihr werdet sie jedoch stattdessen stehlen. Erzählt mir von dem Medaillon. Es ist ein ziemlich wertvolles Schmuckstück einer alten Adelsfamilie. Relativ unscheinbar und für uns doch einiges Geld wert. Ja, komm, erzähl mir was zum Zahnstocher. Die Dolche wurden von Drauk, dem legendären Kriegsherrn der Jotun, verwendet. Sie waren jedoch nicht seine Waffen, auch wenn der Name darauf hindeutet. Ja, und irgendwie habe ich mir die Stimme eines Gottes doch etwas anders vorgestellt. Ja, das Leichentuch. Komm, erzähl mal was dazu. Es ist das Leichentuch von Sankt Eadric. Es gibt zahlreiche Reliktsammler, die sich nach derartigen Artefakten verzehren und bereit sind, gut für sie zu bezahlen. Nun gut, ich werde tun, was ihr verlangt. Ja, noch einige letzte Warnungen. Ealfeg Grilrikas ist ein anspruchsvoller Mann. Er wird keine Annäherung dulden, wenn er sie sehen kann. Das Leichentuch von Eadric liegt in seiner Gruft, die von zahlreichen Augen beobachtet wird. Wartet, bis niemand in der Nähe ist, bevor ihr es an euch nehmt. Und Gunnar Frode schließlich ist verschlagen. Er wird die Dolche weder bei sich noch in seiner Nähe haben. Also, seid gewarnt. Okay. Ach, das ganze Zeug ist hier auch gleich. Ja gut, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, hier das zu erledigen. Gut, wir reisen jetzt mal schnell hier in die Schildringfeste. Und von da aus kämpfen wir uns dann zunächst mal Richtung Süden, würde ich sagen. Hey, da bin ich auch schon wieder. Hallo Leute. Na, wie geht's dir? Ja, wieder in der Halle.
Ich liebe diese Halle. Sieht wirklich episch aus. Und der Herr hier. Willkommen. Hat mir die Aufgabe gegeben. Es gibt wirklich keinen Grund, hier herumzustehen und zu gaffen. Ich gaff nicht. Ja, ich habe die Huxley-Auftrag. Was? Ich habe den Huxley-Auftrag erledigt. Die letzten armen Seelen, die sich daran versucht hatten, haben kein gutes Ende gefunden, oder? Das ist wirklich ein Jammer. Aber gewinnbringend für euch. Hier ist eure Bezahlung. Jo, ich danke dir. 500. Na dann, fort mit euch. Ja, ist gut, ich gehe ja gleich. Ich möchte mich nur hier etwas umsehen. Kann man hier eigentlich schlafen? Nein. Schade. Ja, und irgendwo, also ich glaube, hier gibt es keinen Heiler. Aber vielleicht gibt es hier irgendwo ordentliche Waffen oder eine Rüstung, die ich kaufen könnte. Ja, kaufen und nicht stehlen. Ich bin kein Dieb. Was ist das denn? Schurkenblut auf meinen Stiefeln. Hey, Stille. Was zählt, ist der Stolz der Kriegsgewalt. Ja, gut. Und wo sind hier die Verkäufer? Bist du? Kann ich hier was spielen? Söldling. Und das testen wir jetzt auch gleich. In Schmieden kannst du mit Hilfe des Talentes Schmiedekunst eigene Waffen und Rüstung herstellen. So, herstellen. Jeder Ausrüstungstyp zeigt an, welche Kombinationen für seine Herstellung oder Komponenten für seine Herstellung erforderlich sind. Komponenten, die du bei dir trägst, werden grün hervorgehoben. Also gar nichts. Ich kann gar nichts herstellen. Nö, nö, nö. Schade. Nicht einmal das Schild hier. So, du. Zu euren Diensten. Dies hier ist die Schmiede von Schildring. Wenn ihr etwas zu reparieren habt, kann ich euch helfen. Und wenn ihr von einem mürrischen Graubart beschimpft werden wollt, wendet euch an Halder da drüben. Okay, reparieren. Ui, 2700 Gold kostet es. Ja. Leider komme ich nicht drum rum. Dann leb wohl. Ein paar Wachen, nein, die interessieren mich nicht. Hast du hier was? Wie gut kennt ihr euch in der Schmiedekunst aus, Junge? Nein, sagt nichts. Ich kann es an euren Händen erkennen. Unerfahren, durcheinander, keine Disziplin. Seid ihr zufrieden damit? Oder würdet ihr euch gerne weiterentwickeln? Und hier kann ich mich... wenn ich das nötige Kleingeld habe, ja, ausbilden lassen. Ja, der Typ besitzt große Erfahrung, steht da aber 15.000 Gold. Nein, tut mir leid. Die Rüstkammer. Das wird nichts mit uns. Hast du hier was? Braucht ihr Handschuhe oder ein gutes Schwert? Ja, hier können wir ordentlich einkaufen gehen. Was heißt ordentlich? Ja. Ja, genau, ja. Weg hier. Ich dachte schon, dort wird es jetzt die epischsten Waffen geben, die es überhaupt hier im ganzen Spiel gibt. Ja. Und ich könnte sie jetzt einfach so kaufen. Aber nun gut. Und wer das jetzt gerade geglaubt hat, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Das war ein Spaß. Einer meiner schlechten Witze. Wenn man das überhaupt als Witz bezeichnen kann. Ja, wer bist du hier? Oh, hallo. Hereinspaziert. Gönnt euch selbst das Vergnügen meiner Gesellschaft. Ich bin der große Oleander Sinclair, Virtuose der Alchemie. Heute biete ich den Bürgern von Yolvan ein gutes... Was biete ich doch gleich an? Verflucht der Trank lässt nach.
Was lässt nach? Ein Trank. Sein Trank, meine ich. Oleander Sinclair. Wisst ihr, ich bin gar nicht er. Er ist ein Toter, den ich in einer Mine in der Nähe gefunden habe. Bin quasi auf ihm gelandet, aber er war schon tot. Vielleicht habe ich sein Geld genommen und einen seiner Tränke getrunken. Da fing diese merkwürdige Sache an. Ich konnte Tränke herstellen. Tonika, Stärkungsmittel, Kräftigungsmittel. Die Alchemie liegt mir. Aber die Wirkung des Tranks lässt nach. Helft ihr mir, einen neuen zu brauen? Wer seid ihr? Sagen wir einfach, bevor ich zu Oleander Sinclair wurde, war ich weniger ein reisender Alchemist und mehr ein Räuber, der reisende Alchemisten ausraubte und andere Leute. Nun gut, der Kerl, der ist ja offensichtlich kein Räuber mehr. Der zählt jetzt langsam zu den Guten und den will ich jetzt auch unterstützen, also helfe ich ihm. Ich erinnere mich nicht an den Namen des Tranks. Kein Wunder. Ich erinnere mich nicht einmal an meinen eigenen Namen. Das ist der Preis dafür, ein Lügner zu sein. Diese Hunde von Kriegsgeweihten haben vermutlich einen Trank in ihrer Festung. Vielleicht. Sie lassen mich nicht rein, weil ich ein Lügner bin. Man könnte den Trank auch aus den richtigen Reagenzien herstellen. Aber das wäre mit Arbeit verbunden. Und wir müssen uns beeilen. Ich werde mit jedem Moment dümmer. Wo ist der Trank? Durchsucht die Festung und ihr findet etwas Nützliches. Ihr glaubt ja nicht, was diese Kriegsgeweihten dort alles hamstern. Ja gut. Bitte, beeilt euch. Wie schon das letzte Mal gesagt, ich stehle nicht gerne. Also gehen wir nach Gorhard zurück. Dort gibt's einen Alchemisten. Oder zumindest einen weiblichen Gnomen, der sich Alchemist nennt. Oder halt die Kunst der Alchemie ausübt. Eine Feier in Gorhard, das ist einfach nicht richtig. Ja, und ich benutze jetzt hier mal schnell das Rezept, was ich gekriegt habe. Und wo ist es jetzt hin? Hab doch ein Rezept gekriegt. Habe ich das jetzt automatisch gelernt? Ja, und da oben fehlt mir schon was. Okay. Nun gut. Die Chance nutze ich jetzt aber. Bin ich zwar jetzt umsonst hier hingegangen. Aber naja, ein paar Tränke könnte ich jetzt herstellen. Nein, nicht Depp. Ist jetzt immer so umständlich unten auf Weiter drücken, das nervt ziemlich. Ja, geht wohl nicht anders. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Gut. Jetzt aber schnell weiter. Ja, von hier kann ich natürlich nicht schnell reisen. Na, klasse. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich den Trank stehlen, den ich eigentlich selbst zubereiten wollte. Naja. Rein mit uns. Ich hoffe, wir werden hier nicht erwischt. Söldling! Söldling, das klingt irgendwie nach einem Fisch. Söldling. Wie war das nochmal? Ich hätte vorher speichern sollen. Das mal raus hier schnell und speichern. Weil die Chance ist bestimmt relativ hoch, dass ich erwischt werde. Das speichere ich jetzt einfach. Ja, der sieht mich da. Jetzt hau mal ab.
Der würde mich jetzt erwischen. Wir müssen jetzt leider warten, bis der Typ hier abhaut. Die Truhe steht da noch ganz offen. Jetzt komm, siehst mich immer noch. Der ist aufmerksam, ja? Ah, jetzt. Jetzt gleich, jetzt warten wir. Komm, komm, komm. Und jetzt schlagen wir schnell zu. So. Ach, wisst ihr was, wenn ich schon einmal hier am Stehlen war. Ach gut, die Chance ist jetzt relativ hoch.